Ja, herzlich willkommen zu unserer Gesprächsrunde zum Einsatz von freier Software in Verwaltungen. Wir wollen heute uns ein praktisches Beispiel aus der Schweiz angucken, aus den Kantonen Bern und Uri. Dort wird freie Software sehr erfolgreich eingesetzt und wir wollen heute darüber sprechen, wie das genau funktioniert, was da gemacht wird, welche Vorteile, vielleicht auch welche Nachteile freie Software hat, um hier mal ja aus der Praxis zu erfahren, wie freie Software eingesetzt werden kann und was man damit machen kann. Mein Name ist Alexander Sander, ich bin von der Free Software Foundation Europe. Wir sind ein Verein, der sich seit 20 Jahren für einen selbstbestimmten Umgang mit Technik einsetzt. Im Rahmen unserer Tätigkeit haben wir unter anderem auch die Public Money, Public Code Kampagne gegründet, wo wir eben versuchen, Verwaltungen davon zu überzeugen, auf freie Software zu setzen. Und heute haben wir eben ein gutes Best-Practice-Beispiel. Wir wollen über die Software Caluma reden, aber eben auch über den Einsatz von freier Software allgemein, was sich genau dahinter verbirgt, werden unsere Gäste heute vor allen Dingen erzählen. Das ist zum einen eben Christian Zosel von der Adfinis AG, die das quasi herstellen, diese Software, Bruno Mohr aus dem Kanton Bern und Paul Walker aus dem Kanton Uri. Gleichwohl würde ich euch trotzdem noch bitten, dass ihr euch kurz selber vorstellt, welche Funktion ihr einnehmt und vielleicht auch noch eure lieblingsfreie Softwareanwendung, die ihr so nutzt. Ich würde mit dir, Christian, anfangen. Vielleicht kannst du dich kurz als erstes einmal vorstellen. Vielen Dank. Gerne. Also, mein Name ist Christian Zosel. Ich bin bei der Firma Adfinis Softwareentwickler und Projektleiter. Begleite da jetzt schon seit etwa 5 Jahren unsere Kunden im Baugesuchswesen. Das hat angefangen mit dem Kanton Uri und ist in den letzten Jahren bei uns immer mehr gewachsen. Meine lieblingsfreie Software, würde ich sagen, ist mein Texteditor. Das ist Vim. Ist ein tolles Open Source Projekt. Ist natürlich, wenn man Software entwickelt, ein tägliches Tool, was man immer wieder einsetzt. Genau. Prima, vielen Dank. Bruno, magst du weitermachen? Ja, vielen Dank. Mein Name ist Bruno Mohr. Ich arbeite beim Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern. Ich leite eine Abteilung für Baubewilligungen. Das sind Bauinspektorinnen und Bauinspektoren, die alle Baubewilligungen außerhalb der Bauzonen erlassen. Innerhalb der Bauzonen sind dann die Gemeinden zuständig. Vom Hintergrund her bin ich Architekt. Ich habe lange geplant, ich war lange Bauherrenvertreter bei großen Hochbauprojekten und ich bin da zu diesem E-Bau gekommen als Gesamtprojektleiter und ich sage es mal so, vielleicht habe ich es auch ein wenig an uns gerissen. Eigentlich ist es ein IT-Projekt, aber wir verändern natürlich auch das Arbeitsumfeld der Leute. Darum die Leute pflegen, das ist die zweite Komplexität. Und die dritte Komplexität, die Projekte sind natürlich die Baubewilligungsprozesse optimieren, gut hinterlegen, damit die Software überhaupt weiß, was sie tut. Und selber habe ich aber wirklich nur Anwenderkenntnisse in der IT. Lieblingsfreie Software, ja, ich weiß gar nicht, ob das dazugehört, aber alle privaten Apps, die man da so brauchen kann. Geschäftlich natürlich Galuma, aber seinerzeit haben wir uns für Gamak entschieden. Auch mit dem waren wir auch recht zufrieden. Prima, alles klar. Und Paul, zu dir? Ja, gerne. Mein Name ist Paul Walker, wie gesagt, aus dem Kanton Uri. Ich leite dort die Baukoordinationsstelle. Die ist bei uns bei der EU-Schiedsdirektion angegliedert. Es gibt viele Parallelen zum Kanton Bern. Also das IT-Projekt gehört eigentlich auch nicht zu uns. Aus ähnlichen Gründen wie Bern mussten wir das umsetzen, selber umsetzen, weil wir viel näher am Kunden sind als andere. Aber wir werden natürlich unterstützt von der IT. Und also als Lieblingssoftware, naja, also ich kann nicht sagen, ich habe eine Lieblingssoftware, aber wenn ich mal, bleiben wir doch beim Thema, bei der Arbeit, da ist natürlich kein Thema. Also Caluma ist wirklich eine Software, die könnte man sich schon verlieben drin, wenn man damit arbeitet. Es ist ein gutes Projekt, ja. Super, da haben wir eigentlich auch schon einen prima Einstieg. Also wir wissen, es geht um Bau, es geht um eine Software, die Caluma heißt. Das ist auch das Beispiel, mit dem wir uns heute hier auseinandersetzen wollen. Dabei handelt es sich um freie Software. Vielleicht, Christian, da ihr diese Software ja herstellt, programmiert, vielleicht kannst du kurz erklären, was die Software macht, wozu die gut ist. Und dann hören wir von Bruno und Paul, wie sie im täglichen Gebrauch eingesetzt wird. Gerne. Also Caluma ist eine Software, die sich um Formulare und Workflows dreht.
Also da geht es immer so ein bisschen um administrative Prozesse. Oft kennt man das zum Beispiel Bewilligungsprozesse, aber auch andere Prozesse. Die fangen immer mit irgendeinem Formular an und durchlaufen dann einen Prozess verschiedener administrative Stellen, müssen dort ihr Feedback dazu geben. Und dafür ist Kaluma eigentlich gemacht. Also wir haben dort zwei Kernkomponenten. Die eine ist für das Formular. Man kann sich dort ohne technische Kenntnisse ein komplexes Formular zusammenstellen. Und die zweite Komponente ist die Workflow-Komponente, die ist dann so ein bisschen in so einer UML-artigen Art quasi erlaubt zu beschreiben, in was für Schritten durchläuft dieser Prozess die verschiedenen beteiligten Stellen. Genau, bei uns ist das in der Firma entstanden. Wir sind klassischen Dienstleister eigentlich, wir machen individuelle Softwareprojekte und wir haben gesehen, dass wir eigentlich immer wieder ähnliche Komponenten wiederentwickeln, ein bisschen in anderen Ausprägungen manchmal, aber das Grundproblem ist oft, auf sowas Formular- und Workflow-zentrisch zu reduzieren. Und so haben wir quasi bei uns das dann gestartet, das Projekt vor mittlerweile über 3 Jahren und merken jetzt immer mehr, dass da Synergieeffekte entstehen. Genau. Vielleicht, Paul, vielleicht kannst du kurz erzählen, wie das dann praktisch eingesetzt wird. Also wir gehen jetzt teilweise schon auch in die Tiefen der Verwaltung, was aber, glaube ich, auch ganz interessant ist, um eben zu verstehen, wie zum einen Verwaltungsabläufe funktionieren und wie zum anderen da Software helfen kann. Wie und warum braucht ihr diese Software? Wo setzt ihr die ein und was macht ihr damit? Ja, es ist mittlerweile ein breites Spektrum. Also das erste Ziel war ganz klar, wir wollten das Papier loswerden, dann muss das Papier loswerden. Viele, viele Gemeinden arbeiten immer noch wie vor 30 Jahren mit Papierformularen. Die Archive platzen, das weiß man heute auch, die Dossiers sind viel größer. Also wir mussten aus diesem Grund eine elektronische Lösung haben. Wir haben natürlich auf eine Lösung gesetzt, die man ohne Probleme und ohne Installationen vor allem mit allen Gemeinden teilen kann. Wir setzen sie sehr breit ein. Also bei uns sind wirklich alle Gemeinden seit vielen Jahren sind mit der Software vertraut. Wir haben unzählige Fachstellen bei der kantonalen Verwaltung, bei der Bundesverwaltung, aber auch dritte, externe. Ich will ein Beispiel, zum Beispiel die PROCEP, die Behindertenorganisation, die auch Dossiers prüft, haben wir mit eingebunden und so weiter. Viele, viele mehr. Ich glaube, wir haben mittlerweile fast 250 Gruppierungen, die das System nutzen. Aus allen möglichen Themenbereichen, die da involviert sind. Das Baubewilligungsverfahren oder alle Verfahren, die mit dem Bauen zu tun haben, ist wahrscheinlich eines der größeren Verfahren, die es überhaupt gibt. Es gibt ja viele Verfahren. Also wenn wir das vergleichen mit der Steuererklärung, einmal pro Jahr ein paar Formulare ausfüllen, ein paar Zahlen abfüllen und zusammenzählen, das ist ja eigentlich eine sehr, sehr einfache Sache. Also Steuersoftware erachte ich es auch eher einfach, aber bei uns sind die Verfahrenskomplexe, die Schritte natürlich viel, viel komplizierter. Wir haben viel mehr Schritte als an anderen Verfahren. Und darum wenden wir es für alles Mögliche ein mittlerweile. Also wenn Sie bei uns eine Bewilligung brauchen von der Polizei für eine Sperrung der Hauptstraße im Hauptort Altdorf für einen Umzug, dann werden Sie die Bewilligung über unser GAMAG Kaluma-System bekommen. Also man kann nicht nur Baubewilligung damit machen, sondern eigentlich alles, was irgendwie einen elektronischen Prozess, einen Bewilligungsprozess hat, kann man damit abwickeln. Das haben viele mitbekommen und darum wächst es auch bei uns. Wir werden immer wieder gefragt von Fachstellen, von Direktionen, könnten wir nicht auch und so weiter. Und darum wächst das System ständig. Mhm. Bruno, ist das bei euch ähnlich? Wird das auch sozusagen in der Breite eingesetzt oder ist das bei euch ein bisschen anders? Und arbeitet ihr da vielleicht sogar auch mit dem Kanton Uri zusammen oder bleibt ja da jeder in seinem eigenen Silo? Wie kann man sich da die Arbeit bei euch vorstellen? Nein, wir arbeiten sehr gut zusammen. Als es ja darum ging, dieses Projekt zu starten, heißt es auch eine öffentliche Beschaffung. Und wir haben uns natürlich zuerst mal angeschaut, was gibt es überhaupt. Und dann sind wir nach Uri unter anderem auch gegangen. Und ja, Paul Walke, der hat uns da so richtig den Speck durch den Mund gezogen. Und dann war klar, genau das wollen wir, oder? Jetzt ist vielleicht so zum Vergleich, also was Uri macht, das machen wir auch. Bei uns ist es vorwiegend jetzt ein Baubewilligungsverfahren. Wir sind natürlich am Schauen, wie kann man das erweitern. Vielleicht der Kanton Bern ist doch einiges größer als der Kanton Uri. Uri wäre wahrscheinlich so eine größere Stadt bei uns. So, zum Vergleich, Uri hat 19 Gemeinden, wir haben 340, Uri hat 37.000 Einwohner, wir 1 Million.
Aber ich weiß ja auch, es hat ja auch Zuschauer und vielleicht aus Deutschland. Da wären wir wohl ein kleineres Bundesland. Ja, bei uns ist das vor allem das Baubildungsverfahren. Ja. Und gleichwohl, wenn ich das richtig verstehe, sind dann eben auf der einen Seite können Bürgerinnen und Bürger das benutzen und auf der anderen Seite vereinfacht es aber auch die Verwaltungsvorgänge in der Verwaltung selbst. Sehe ich das richtig? Oder? Ich kann das präzisieren. Wir haben ja mit diesem GAMAP gestartet, um beide Teile abzudecken, Gesuch eingeben durch die Gesuchstellen und dann bewilligen durch die Behörden. Heute sind es zwei Tools. Wir kommen dann sicher noch darauf, warum das wir diesen Wechsel gemacht haben. Für die Gesuchstellenden, da läuft das Caloma im Hintergrund. Das sind eben diese Triage-Fragen. Da werden Gesuchstellenden geführt. Und die werden so intelligent geführt, dass wenn sie nur ein Dachflächenfenster bewilligen wollen, dann muss es rasch gehen. Da müssen da wenig Fragen kommen. Wenn Sie natürlich ein Stadion bauen wollen, dann ist klar, dann tut sich der ganze Fächer auf und dann muss alles beantwortet werden. Und für die Behörden, für die ganze Abwicklung, da läuft im Moment noch GAMAC, aber das ist irgendwie so, ja, am Auslaufen, das werden wir sicher auch ersetzen mit Caloma. Und als ihr damals diese Software eingeführt habt, war das für euch ein entscheidendes Kriterium, dass es freie Software ist? Oder war das sozusagen für euch erstmal zweitrangig und es ging mehr um die Funktionalität? Also welchen Einfluss hat der Zustand, dass es sich um freie Software handelt, auf eure Entscheidung damals gehabt? Paul, vielleicht du, ihr habt das ja zuerst eingeführt. Ja, das hängt sehr stark mit den Personen zusammen, die irgendwie involviert sind in diese Projekte. Ich war von Anfang an immer offen für offene Software. Wir haben auch ein paar wenige Erfahrungen gemacht mit Projekten, die nicht so gut gelaufen sind, also nicht bei uns in unserer eigenen Direktion, sondern einfach in der Verwaltung. Aber man hat auch gespürt natürlich, dass wir transparent sein wollen. Wir haben ein paar Eckdaten umsetzen wollen, die uns die Planungs- und Baudirektorenkonferenz in Bern damals empfohlen hat, nämlich, dass man transparent bleibt bei allem, also nicht nur beim Verfahren, sondern natürlich auch beim Softwareprojekt selber, dass man schnell wird, dass die Verfahren beschleunigt und dass man vor allem auch eine gewisse Firmenunabhängigkeit hat. Also wir haben das ganz zu Beginn sehr stark gespürt. Wir hatten damals eine Firma, wir wollen hier nicht unbedingt jetzt Namen nennen, die hat uns das vorgestellt und fünf, sechs Monate später gab es dann bei der Entwicklerseite, bei den Softwareingenieuren einen Engpass und die Firma hat dann das Dossier weitergegeben an eine andere Firma. Heute ist das die Firma Latfinis, die uns betreut. Man muss einfach wissen, die Firmenunabhängigkeit ist für beide wahrscheinlich ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur für den Kunden. Weil es kann Ressourcenprobleme geben, es kann Verschiebungen geben bei der Strategie einer Firma und so weiter, wo es immer gut und wichtig ist, dass mehrere Dienstleister diese Software frei benutzen können und unsere Projekte betreuen können. Die werden ja Jahrzehnte werden die jetzt laufen und dann weiß man ja nie, was genau passiert. Also Firmenunabhängigkeit, offene Software, das ist ein Muss für uns. Jetzt klingt das natürlich für euch auf jeden Fall sehr nachvollziehbar. Aus Firmensicht gibt es ja da auch durchaus immer wieder die Fragen, wie kann man mit sowas Geld verdienen und gerade diese Unabhängigkeit oder beziehungsweise die Möglichkeit, dass eine andere Firma jetzt kommen könnte und euch sozusagen eigentlich die Aufträge wegnehmen könnte. Habt ihr da nicht Angst davor? Gefährdet das nicht irgendwie euer Geschäftsmodell, um das mal so ein bisschen ketzerisch zu fragen? Es ist sicher so, dass man, wenn man seinen Quellcode veröffentlicht, immer ein bisschen gefordert ist als Firma. Man muss innovativ bleiben. Man muss schauen, dass man durch Know-how und durch vertrauensvolle Verhältnisse mit den Kunden und durch eine gute Zusammenarbeit quasi heraussticht und so den Kunden auch keinen Grund gibt zu wechseln. Aber ich denke, das ist eigentlich langfristig auch für die Firma ein Vorteil, weil dieser Innovationstrieb, dass man sich auch wirklich nicht auf dem Erfolg der letzten Jahre eigentlich ausruhen kann und durch Lizenzkosten das Geschäft trotzdem läuft, das zwingt die Firma dazu, immer am Puls der Zeit zu bleiben. Und ich denke, man merkt dann auch, wenn man in dem Open-Source-Software-Ökosystem als Konsument quasi unterwegs ist und Tools und Libraries einsetzt,
schätzt man das in der Regel als Entwickler und es ist auch dann schön, wenn man dort was zurückgeben kann an die Community. Und unsere Entwickler schätzen das natürlich auch, wenn die eigene Arbeit eigentlich der Gemeinschaft breit zur Verfügung gestellt wird und nicht in unserem Silo quasi verbleibt. Also es ist durchaus auch für euch sozusagen, um auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein, ein Vorteil, als freie Software-Open-Source-Firma unterwegs zu sein. Ja, merkt man das? Auf jeden Fall. Also ich kann da nur von mir selbst sprechen. Für mich war das ein wichtiges Kriterium, als ich angefangen habe bei der Adfinis. Ich habe geschaut, was für Technologien werden dort einerseits eingesetzt und andererseits eben auch, was ist die Strategie der Firma im Hinblick auf Open Source. Mir war das wichtig, dass ich eigentlich nicht nur als Konsument dort auftrete, sondern dass ich auch die Möglichkeit habe, dort selbst was beizutragen. Und das ist bei unserer Firma schön, bei uns ist ein ganz zentraler Aspekt. Wir machen auch System Engineering im Bereich von Linux, sind dadurch sowieso schon in der Open Source Welt zu Hause und leben das eben auch in der Softwareentwicklung. Ja, das ist ja dann tatsächlich eine Win-Win-Situation. Also man kann mit freier Software Geld verdienen, man findet gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auf der anderen Seite gibt man den Kantonen oder der Verwaltung hier eben die Freiheit oder beziehungsweise auch die Möglichkeiten in die Hand, digital souverän zu bleiben und eben die Kontrolle über seine eigene Technik zu behalten. Ist denn das eine grundsätzliche Strategie, die man jetzt bei euch in den Kantonen sieht, auf freie Software zu setzen? Oder ist das jetzt mit Kaluma so ein Einzelfall? Vielleicht in Bern als das größere Kanton mal zuerst. Wie schaut es da bei euch aus? Ist das eine grundsätzliche Strategie? Das ist eine grundsätzliche Strategie. Da wurde, glaube ich, eine Motion eingereicht, die wurde angenommen. Und die heißt, dass die Strategie Open Source eigentlich verfolgt wird. So mit dem Ziel, einmal entwickeln, mehrfach nutzen, Abhängigkeiten zu Anbietenden senken, einen offenen Code erhalten. Also diese Nachhaltigkeit in der Beschaffung, das ist ein Thema. Vielleicht zur Realität, auch bei unserer Ausschreibung war das nicht so, dass das irgendwie ein Killer-Kriterium war, sondern ja, schlussendlich macht natürlich der niedrige Preis, das macht es aus. Aber es wird natürlich zunehmend ja, gewertet in diesen Vergaben. Paul, wie sieht das bei euch aus? Habt ihr auch eine Strategie oder ist das jetzt bei euch Kaluma ein Einzelfall oder wie würdest du das beschreiben? Also der Kanton Uri hat schon eine IT-Strategie. Die ist aber sehr stark Windows-lastig, das ist in eine andere Richtung. Aber die Strategie beinhaltet auch Aussagen, dass Open-Source-Software natürlich zulässig ist und erlaubt ist. Also es wird weder gefördert noch verhindert, weil wir nicht sehr viele solche Projekte haben bei uns im Moment. Also ich würde mal behaupten jetzt, dass das Kaluma-Projekt bei uns schon das größte und vielleicht nicht unbedingt das einzige, aber eines der wenigen Open-Source-Projekte ist im Kanton Uri. Aber was nicht ist, kann noch werden. Also eine Strategie kann auch jede Regierung ein, zwei Jahre später mal anpassen. Ich bin sehr froh, dass der Kanton Bern diese Strategie gesamthaft in die Welt gesetzt hat. Das ist ein sehr gutes Zeichen für die anderen Kantone. Dieses Thema muss noch ein bisschen wachsen. Die Kantone müssen noch lernen, dass Open Source Software nicht billige Software ist, sondern eben offene Software, das Beste vom Besten, mit Zusammenarbeit, also das ist die Vorteile, könnte man hier endlos aufzählen. Sie sind wirklich gut. Und also helfen dann solche Best-Practice-Beispiele wie jetzt eben der Einsatz von Kaluma bei der Überzeugungsarbeit oder wird sowas dann gar nicht so wirklich wahrgenommen und man schaut eher auf andere Kriterien? Der Preis wurde schon genannt. Wie sieht es da aus? Könnt ihr denn mit diesem, also klar, so vielleicht als kleines Kanton ist das ja bestimmt ganz, ganz spannend, wenn man eben nicht so die Mittel hat wie ein großes Kanton, könnt ihr durch den Einsatz von freier Software Geld sparen? Und wenn ja, in welchem Rahmen bewegt sich das? Oder ist das ungefähr gleich teurer oder sogar vielleicht sogar teurer? Wie sieht das da bei euch aus? Ja, also Geld sparen, das muss man aufpassen mit dieser Aussage. Unser IT-Chef hat immer gesagt, ja, Open Source, das ist ja gut und recht, aber ganz billig ist das ja auch nicht. Haben natürlich immer gesagt, ja, natürlich, das ist nicht ganz billig, aber wir suchen uns Partner, die gleich denken. Und wir haben mit den Freiheiten, die wir nur bei Open Source Software haben, die Möglichkeit, ganz anders zusammenzuarbeiten. Also wir können jetzt nicht mit einer
mit einer ganz normalen proprietären Software, die wir von einer Firma erhalten, mit 2, 3 Kantonen zusammenarbeiten und dann sagen, weißt du was, wir machen das jetzt so, das sagt die Firma, geht nicht, so läuft das. Also die Zusammenarbeit, die Freiheit, dort zu entwickeln, wo es notwendig ist, da braucht man zwingend offene Software. Und darum ist das für uns wichtig. Natürlich sparen wir indirekt schon auch jetzt Geld, vor allem wegen der Zusammenarbeit mit den Kantonen. Mhm. Weil wir Bruno hat es schön gesagt, oder einmal entwickeln, mehrfach benutzen. Also wenn Bern ein Modul entwickelt und wir das Modul auch benötigen, können wir es für einen Bruchteil des Gesamtpreises eigentlich bei uns einsetzen. Und dort sparen wir nicht nur mittelfristig, sondern auch langfristig sehr viel Geld. Also man könnte sagen, je mehr Kantone auf diese Software setzen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sozusagen Kosten gespart werden können, weil dann eben verschiedene Kantone dazu beitragen, die Software weiterzuentwickeln, dem digitalen Wandel ständig anpassen zu können und dass sozusagen die initialen Kosten vielleicht gleich oder eventuell sogar höher sind, aber dann in der Folge gerade mittel- bis langfristig eben die Einsparungen erkennbar werden. Genau. Ich habe einige Zahlen zusammengestellt. Ich kann vielleicht ein Kostenbeispiel machen, wenn es hier passt. Ja, sehr gerne. Also wir haben ja diese Schnittstelle zum Gebäude- und Wohnungsregister. Das ist eine Statistik des Bundes, die wird von den Gemeinden bedient. Und die 3 Kantone, die sich jetzt da beteiligen, das kostet rund 200.000 Franken. Und wir haben einen Kostenschlüssel hinterlegt für solche Sachen. 50% ist der Sockel, der wird gleichmäßig aufgeteilt und der Rest geht auch nach Einwohnern. Das heißt, Uri zahlt jetzt da 40.000, Bern 120.000. Das ist mal das eine, diese Kostenteilung. Und vielleicht das andere, unsere 340 Gemeinden, 10 Stadthalterämter und 60 Amts- und Fachstellen, die haben teilweise eigene Softwares gehabt bis jetzt, um dieses Bauungsverfahren abzuwickeln. Und die zahlen teilweise mehrere 10.000 Franken pro Jahr für ihre Lizenzen. Also das können sie früher oder später, können sie das eigentlich zurückfahren, weil es wird gratis und Franken vom Kanton zur Verfügung gestellt. Das ist ja, ist das grundsätzlich so, dass man in der Schweiz das sozusagen so nach Einwohnern aufteilen kann oder ist das eine pragmatische Lösung, die auf einer Arbeitsebene gefunden wurde? Oder das klingt ja doch also so logisch und einfach. Ich habe Bezweifel, ob das zum Beispiel in Deutschland so lockerflockig einfach mal funktionieren würde. Wie klappt das bei euch? Das ist eine pragmatische Lösung, da haben wir uns orientiert an anderen ähnlichen Lösungen und wie gesagt, wir sind eine Gemeinschaft, die sich relativ gut und einfach findet, das war ziemlich unproblematisch. Prima. Wir haben es schon oft eigentlich jetzt auch am Rande schon gehört, also die Freiheiten, die freie Software, Open Source Software bietet, nämlich die Software zu verwenden und Lizenzgebühren zu bezahlen, den Code einzusehen, also diese Transparenz zu haben, aber eben vor allen Dingen auch das Weiterverwenden, also dass ihr untereinander tauschen könnt und die Weiterentwicklung eben, ne? Also dass ihr sozusagen auch an der Software individuell weitermachen könnt und zum Beispiel in Uri ein kleiner Teil gemacht wird und in Bern ein kleiner Teil gemacht wird, aber eben beide am Ende von beiden Weiterentwicklungen partizipieren können. Genau. Das ist ja auch wirklich, ja, dass ihr diese Freiheiten eben auch nutzt, die euch da gegeben werden und zusammenarbeitet, ist natürlich super. Wie sieht denn das sozusagen über eure Landesgrenzen hinaus aus? Seid ihr da auch über Bern-Uri hinaus vernetzt? Ist das jetzt schweizweit oder geht ihr da sogar auch auf andere Verwaltungen in anderen Ländern zu? Wie läuft diese Vernetzung? Wie läuft die Zusammenarbeit bei euch? Vielleicht Bruno zuerst? Da muss ich sagen, da bin ich weniger im Bild. Wir haben uns natürlich im Vorfeld schon verschiedene Systeme angeschaut. Luzern hat ja etwas Eigenes gebaut. Zürich hat auf proprietäre Software gesetzt. Aber ich muss ehrlich sagen, wie weit das Open Source gefördert wird in anderen Kantonen, das kann ich zu wenig sagen. Ja. Paul, weißt du da vielleicht irgendwie? Ja, also international sind wir eigentlich nicht vernetzt. Also bei Finis ist natürlich was ganz anderes. Die Firma ist da weltweit vernetzt. Aber die Kantone, wir sind kein Verkaufsladen. Also wenn wir angefragt werden, dann vorwiegend von kantonalen Verwaltungen, das können auch Direktionen oder Ämter sein,
die sich bei uns erkundigen, was es denn so gibt. Aber das begrenzt sich schon im Moment auf die Schweiz. Mhm. Und wie gesagt, wir geben Informationen weiter, wenn das gewünscht wird. Aber wir haben da keinen Verkaufsstand und versuchen möglichst viele bei uns in unser Team zu holen, weil größer ist nicht unbedingt einfacher. Wenn mehrere Kantone zusammenarbeiten, gibt es auch mehr Koordinationsaufwand. Aber die Information weitergeben, das ist schon eine Prämisse, die wir uns seit vielen Jahren gesetzt haben. Ich lasse keine Gelegenheit aus, über dieses Projekt zu sprechen. Auch bei anderen Anlässen erwähne ich das immer wieder mal, dass man sich das einfach anschauen muss. Weil wir alle, also von den Kantonen, wir sind verantwortlich für die Gelder, die wir da einsetzen. Und die müssen gut eingesetzt sein im Interesse der Steuerzahler. Da muss man einfach wirklich immer beide Seiten vergleichen. Es gibt halt schon so alte Situationen, so alte Zöpfe, die man gerne nicht mehr abschneidet. Also das weiß man, das ist nicht nur bei uns so, das ist auch in der Privatwirtschaft so. Wenn eine Firma viele, viele Jahre mit einer Softwarefirma zusammenarbeitet und die Erfahrungen sind gut, dann tut sie sich schwer, einen Philosophiewechsel zu machen. Zum Teil hat man auch Angst davor, aber zum Teil will man einfach nicht, weil man zu wenig Druck hat. Also solange genug Geld vorhanden ist, ist der Druck ja nicht da. Bei uns ist das immer anders. Wir müssen uns immer ein bisschen nach der Decke strecken. Ich will jetzt nicht jammern, es geht dem Kanton Uri gut, auch dank Kantonen wie Bern. Die Zusammenarbeit hilft uns. Und das ist einer der wichtigen Punkte, die man immer wieder hervorheben muss. Die Zusammenarbeit ist das Wichtigste, wenn man Open Source Software einsetzt. Mhm. Vielleicht kann ich dazu sogar noch ein bisschen ergänzen. Ja. Und zwar, ich denke, viel von der Synergie, die in dieser Baugesuchsgemeinschaft jetzt besteht, liegt auch wirklich daran, dass der Anwendungsfall sehr ähnlich ist. Also der Auftrag grundsätzlich in Baugesuch entgegenzunehmen und das entsprechend den Regeln der Fachlichkeit zu bewerten, der ist überall gleich. Die Organisationsstrukturen der Kantone sind leicht verschieden, die Größen sind logischerweise verschieden, die Details in der Ausgestaltung sind verschieden, aber ich glaube, die Synergie ist trotzdem riesig, weil die Gemeinsamkeiten groß sind. Und ganz oft merken wir, dass wenn ein neuer Anspruch, eine neue Idee aus einem Kanton kommt, dann kommt die auch in den anderen Kantonen oft gut an oder es gibt das Problem auch dort. Jetzt vielleicht noch kurz als Abgrenzung zum Thema Caluma allgemein. Ich habe ja Caluma eingeführt als ein ganz allgemeines Tool für Formulare und Workflows. Also bei uns in der Firma ist es so, dass wir nicht nur Baugesuche damit abbilden, sondern auch zum Beispiel Tools im Qualitätsmanagement oder Stipendiengesuche wären Beispiel. Also man kann da alle möglichen Prozesse mit abbilden. Und das ist dann vielleicht so ein bisschen auch so für andere Zuhörer, die in einer anderen Fachlichkeit unterwegs sind, noch interessant zu wissen. Das ist dann quasi die erweiterte Community. Also das Caluma, das ist irgendwie eine gewisse Basis. Ich sage jetzt mal, wir kennen alle verschiedene Open-Source-Frameworks, die völlig unabhängig davon sind, von der Anwendung. Wenn ich jetzt von Programmiersprachen oder Web-Frameworks rede. Und Caluma ist vielleicht dort irgendwo dazwischen. Das ist keine fertig ausgebaute Fachanwendung für einen bestimmten Anwendungsfall. Es ist aber auch kein General-Purpose-Tool. Das heißt, wenn ich dort irgendwo dazwischen merke, ich habe so einen formularspezifischen Workflow-Prozess, dann kann es sein, dass ich dort von Caluma profitieren kann. Und dann wäre ich auch quasi Teil der erweiterten Community, ohne dass ich mit den Baugesuchskantonen mich über Baugesuchsthemen unterhalte. Quasi. Ja. Ja. Also jede Verwaltung, die ein Formular braucht, und das ist ja zu tausendfach der Fall, kann sozusagen auf diesem Grundstück zurückgreifen und gegebenenfalls sozusagen Bausteine aus dem Caluma-Projekt gebrauchen, vielleicht aber auch eigentlich fast gar nichts davon, sondern eben in einem ganz anderen Bereich aktiv sein. Hauptsache Formular. Richtig. Formular und Workflow. Also man kann auch eins von beiden nutzen. Man kann nur das Formular nutzen zum Beispiel. Dann hat man so eine Art wie einen Clone von diesen Open, diesen Formular-Tools. Ich weiß gar nicht, Google Forms oder was da alles so gibt. So richtig Sinn macht, denke ich, erst, wenn das Projekt eine gewisse Komplexität hat und man, wenn man dann noch den Workflow dazu nutzt, dann kann man die Stärke voll ausspielen. Ja. Wie groß ist denn so die Community? Was kann man sich denn darunter vorstellen? Also seid ihr jetzt nur in Bern und Uri aktiv oder habt ihr auch noch andere Bundesländer oder vielleicht sogar auch in anderen Ländern eure Software untergebracht? Also Caluma wird im Moment nur in der Schweiz eingesetzt. Wir haben noch zwei weitere Kantone, die Baugesuche damit abbilden. Und dann haben wir einige weitere Kunden in anderen Branchen.
Ich denke, die Sache, wo wir jetzt am meisten auch für die nächsten Jahre unseren Fokus legen wollen, ist, dass wir auch die Dienstleister-Community wächst. Also da haben wir definitiv noch Ausbaubedarf und wir reden zwar immer von Herstellerunabhängigkeit, aber am Ende vom Tag ist es ja so, wenn nur ein Dienstleister wirklich Know-how hat auf der Software, dann ist man sicher mal besser als proprietäre Software aufgestellt, weil man kann das jemand zeigen, der kann sich das anschauen und so weiter. Aber es ist noch nicht das Ende oder das Ziel von dieser Vision. Und dort sind wir wirklich aktiv dabei und versuchen zu schauen, dass auch andere Firmen sich das mit anschauen und mit Dienstleistungen im Kaluma-Umfeld anbieten. Und ich denke auch, die Gesprächsrunde, die wir heute führen, könnte dort unter Umständen vielleicht den einen oder anderen Aha-Effekt oder eine Idee quasi aufpoppen lassen. Das ist sicher unser Wunsch, absolut. Ja, es ist wirklich faszinierend, dass ihr sozusagen aus so einer Firmensicht sozusagen da so offen an die Sache rangeht und eben auch wirklich ein tolles Beispiel dafür zeigt und zeigen könnt, dass man eben genau mit dieser Strategie trotzdem Geld verdienen kann. Also dass es eben nicht dieses Vorurteil, was wir oder mit dem wir uns oft konfrontiert sehen, eben so ist, dass Open Source irgendwie schlecht ist oder billig ist oder irgendwie nicht wirklich vorwärts geht, dass man eben auch tatsächlich damit Geld verdienen kann und eben auf der anderen Seite Verwaltungen damit halt tatsächlich dann erfolgreich arbeiten können. Um nochmal so einen Blick in die Zukunft zu werfen, wie soll es für euch in Bern und Uri weitergehen mit freier Software? Was ist so der nächste große Brocken sozusagen, der für euch vor der Tür liegt? Seht ihr irgendwo Migrationsbedarf oder seht ihr irgendwo einen Bedarf, wo es eben den weiteren Einsatz von freier Software geht, um diesen Schritt weiterzugehen? Oder fühlt ihr euch jetzt sozusagen, wie ihr jetzt gerade ausgestattet seid, ganz wohl? Fangen wir vielleicht wieder mit dem Kanton Bern an, mit Bruno. Nun, wie gesagt, ich bin Projektleiter für dieses Projekt und das ist dann mal irgendwann beendet. Also das wird nie beendet sein, die Digitalisierung schreitet ja voran. Ich werde mich sicher immer als Nutzende reinbringen, wenn es darum geht, etwas zu digitalisieren. Aber die Vergabeprozesse und die Beschaffung von IT, das läuft bei uns auf andere Stufe. Und ich gehe davon aus, mit dieser Strategie, die da der Bern verfolgt, eben Open Source einzusetzen, wird man das ganz sicher weiterverfolgen. Mhm. Paul, wie sieht das bei euch aus? Ja, sehr, sehr ähnlich. Ich bin natürlich auch nicht auf der IT-Stufe angesiedelt. Das heißt, ich habe bei der Gesamtstrategie nicht sehr viel zu sagen. Das ist auch nicht mein Ziel. Wichtig ist, und das scheint mir doch auch ein gutes Ergebnis zu sein, dass von außen doch viele Anfragen kommen, nicht über die IT, sondern von ganz anderen Fachbereichen. Jüngstes Beispiel, der ganze Bereich Justiz soll ja auch digitalisiert werden in der Schweiz. Es gibt große Projekte, die schweizweit hier vorangetrieben werden. Ich habe morgen Vormittag ein Meeting mit 4 Projektleitern, die eigentlich im Moment immer noch das Produkt suchen, um ihre Ideen umzusetzen. Und ich werde Ihnen genauso wie dem Kanton Bern den Speck durch den Mund ziehen, damit Sie sehen, dass man sehr wohl auch im Bereich Justiz alle diese Verfahren abwickeln kann. Also das ist schon so, also oft geht es, so viele Informationen kommt auch über die Hintertüre rein und geht dort wieder raus, ohne dass man jetzt immer alles auf Stufe IT-Strategie und Regierung beschließen muss. Gute Information kann überall wirksam sein. Und da engagiere ich mich, solange ich noch nicht in Pension bin. Das dauert ja auch keine Ewigkeit mehr. Also ich kann nicht von Strategie sprechen über Jahrzehnte. Aber ich bin überzeugt, Open Source wird die Welt revolutionieren. Und je früher die Kantone merken, dass das der beste Weg ist, desto besser für diese Kantone. Ja, das ist doch ein super Plädoyer für freie Software. Vielleicht nochmal auf so einer strukturellen Ebene zu bleiben. Glaubt ihr, dass es halt mehr von den Leuten, die damit arbeiten, abhängt oder tatsächlich, dass es solche Strategien braucht? Oder muss das Hand in Hand gehen? Also wie würdet ihr das beurteilen? Also ihr habt das ja jetzt sozusagen auch schon ein paar Jahre in der Praxis erlebt. Wie viel Papier braucht es, in dem sozusagen irgendwie ein Commitment zu freier Software drinne steht und wie viel persönliches Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verwaltungen selbst braucht es, um da mal so einen Eindruck zu bekommen, wie so eine Verwaltung tatsächlich funktioniert und wie viel wert so ein Papier ist, wo sowas draufsteht. Vielleicht Paul, du zuerst. Ja, schau mal, wenn ich jetzt ein Android-Handy hätte,
dann wäre ich wahrscheinlich eher auf der Windows-Seite oder auf Proprietärsoftware angesiedelt. Und ich glaube, dass das zu 90% personenbedingt ist, ob ein Projekt vorankommt oder nicht. Es gibt sehr gute Beispiele, das darf man ruhig auch nennen. Im Kanton Solothurn ist der Projektleiter, ich würde ihn als Open Source Freak bezeichnen. Und das ist angerichtet, dass es da in diese Richtung geht. Und es kann aber auch in eine andere Richtung gehen, dass man ein Projekt in Open Source Richtung treibt. Und wenn dann ein Führungswechsel kommt, das gibt es ja auch ab und zu mal wieder, auf politischer Ebene oder auf fachlicher Ebene. Und wenn dann das Denken ganz anders ist, dann muss man eigentlich bei Null anfangen. Also das ist schon so. Also ich nehme es so wahr, dass viele noch mit großer Vorsicht an das Thema Open Source rangehen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist einfach wahrscheinlich der Grund, wir sind noch zu wenig bekannt. Wir müssen ja, das ist ein ständiger Prozess, dass wir das fördern müssen. Ja. Ich hoffe, dass dieses Gespräch da beitragen kann. Ja. Genau. Bruno, wie siehst du das? Ich bin eigentlich der Meinung, es braucht ein klares Bekenntnis zu dieser Open Source durch die politisch Verantwortlichen. Und die Fachleute, die das kennen, müssen dort halt einwirken. Das wäre jetzt nicht ich, ich bin wirklich der Anwender. Ich sage vielleicht unter dem Strich, für mich muss es mal funktionieren. Aber so wie das der Kanton Bern gemacht hat, wo die Regierung sagt, das ist unsere Strategie, das setzen wir um und dann ist eigentlich der Maßstab gesetzt. Mhm. Christian, wie ist dein Eindruck? Hat sich da in den letzten Jahren was geändert? Ist euer Zugang zum Markt sozusagen als der Markt, der Staat als Markt einfacher geworden oder schwieriger gleichbleibend? Wie ist dein Gefühl dazu? Also ich denke, was man definitiv sagen kann, ist, dass man, wenn man mehrere Projekte in einem ähnlichen Umfeld auf Open-Source-Basis umgesetzt hat oder eine andere Firma auch umgesetzt hat und das als Open-Source zur Verfügung steht, dann hat man den Nachteil, den man sonst vielleicht initial gegenüber einer proprietären Lösung für ein bestimmtes Problem hat, den hat man dann ausgeglichen. Und wir sehen das jetzt bei Baugesuchskantonen, wenn dort ein neuer Kanton plant, ein neues Projekt umzusetzen mit ähnlichen Zielen. Dann haben wir natürlich einen riesigen Vorteil, weil wir können ohne Lizenzkosten unglaublich viele Funktionen, die in anderen Kantonen zur Verfügung stehen, einfach so bereitstellen. Ähnlich wie das ein proprietärer Softwareanbieter auch kann mit einer Lösung, die für das Problem gemacht ist. Einfach mit den Lizenzkosten dann. Mhm. Und ich denke, je nach Branche hat man eben das Glück oder nicht, dass da schon andere Vorarbeiten geleistet haben. Und wenn ich in einer Branche bin, wo es eigentlich kein Tool gibt, aber wo es eine sehr gute proprietäre Lösung gibt, da haben manchmal Open-Source-Lösungen, könnte ich mir vorstellen, Mühe, überhaupt erstmal vom Fleck zu kommen. Insbesondere, wenn die ersten Investitionskosten, also ich denke da jetzt vielleicht an 3D-Software ist zum Beispiel ein schlechtes Beispiel. Da gibt es ein gutes Open-Source-Tool, was, glaube ich, auch viel genutzt wird. Aber auch in der grafischen Industrie, wenn ich nur da irgendwie Adobe oder so denke, wenn die mal eine gewisse Marktstellung haben und alle Gestalter darauf setzen, dann haben vielleicht andere Open-Source-Tools Mühe, einen nennenswerten Anteil im Markt zu bekommen. Und es ist auch immer eine Frage nach Spezialisierung. Ich denke, bei dem Baugesuch, das ist schon was relativ Spezielles, da haben wir jetzt mit unserer Lösung sicher eine tolle Ausgangslage am Markt geschaffen. Und das ist vielleicht auch für proprietäre Hersteller gar nicht so interessant, den Markt so wirklich mit einem Tool so zu erschließen. Und es wird natürlich immer schwieriger, dort, wo einmal Open Source auch ist und erfolgreich eingesetzt wird, da hat man dann eigentlich einen Nachteil mit einem anderen Geschäftsmodell. Ja. Prima. Also ich denke, wir haben heute viel gelernt über, wie Verwaltungen funktionieren, aber auch wie freie Software erfolgreich eingesetzt werden kann und warum es so sinnvoll ist, diesen Weg weiterzugehen. Abschließend würde ich euch noch bitten, in einer letzten Frage kurz zu beantworten, was euer großer Wunsch, euer großes Ziel im Bereich Digitalisierung mit freier Software für die nächsten Jahre ist. Habt ihr da einen drängenden Wunsch, der für euch auf dem Teller liegt? Für mich wäre es eben das Ziel, Public Money, Public Code in Europa in die Breite zu tragen und es eben zu schaffen, europaweit tatsächlich gemeinsam an Softwareprojekten zu arbeiten. Das ist mein Wunsch, meine Vorstellung. Was treibt euch um? Vielleicht machen wir es umgekehrt und fangen jetzt mit Christian an und gehen dann die Runde so zurück. Gerne. Ich könnte mir vorstellen, dass es schön wäre als ersten Schritt, wenn Open Source in öffentlichen Ausschreibungen ein höheres Gewicht erhalten würde. Weil ich denke, die strategische Komponente, die da drin steckt, die
es wird immer mehr Leuten, die dafür verantwortlich sind, klar. Und das mit als Bewertungskriterium und nicht nur als nice to have immer mehr zu sehen. Ich denke, das wäre eine interessante Sache, die langfristig auch zu nachhaltigeren Ergebnissen führen würde. Mhm. Bruno, was ist dein Wunsch? Ich glaube, dieses klare Bekenntnis nochmal zur Open Source durch die politischen Verantwortlichen, das würde das vorantreiben. Mhm. Und Paul, du hast das letzte Wort. Ich sehe das sehr ähnlich. Also ich wünsche mir, dass von Seiten der Bundesverantwortlichen an die Adressen der Kantone vermehrt solche Informationen jetzt kommen, dass sie bei der Überarbeitung von den IT-Strategien das Open-Source-Thema wirklich auch aufgreifen. Weil sonst läuft man Gefahr, dass viele Kantone ihre IT-Strategie einfach nicht mehr überarbeiten und bei der alten Strategie bleiben. Alles, was vom Bund promotet wird, hat eine gewisse Bedeutung. Es ist da ähnlich, wie das entstanden ist, dass man sagt, man soll nicht 26 verschiedene Baugesuchslösungen fördern in der Schweiz, sondern vielleicht 3-4 Systeme unterstützen, auch finanziell, müsste doch eigentlich seit des Bundes längstens jetzt ein klares Bekenntnis kommen an die Adresse der Kantone. Bitte überprüft eure IT-Strategie, gebt dem Open Source mehr Gewicht. Das ist das, was ich mir von Seiten des Bundes wünsche. Von Seiten Kantone ist es schon auch ein bisschen mein Ziel, dass die IT-Verantwortlichen auch langsam aber sicher umdenken. Es gibt dort auch immer wieder Wechsel und andere Leute und dass dort vielleicht ein bisschen mehr Bewegung reinkommt. Aber wie gesagt, also unsere Mittel sind auch begrenzt und wir haben nicht so viel zu sagen, Bruno und ich, wie das der Anschein macht. Wir sind zwar Projektleiter eines Projekts, aber wir sind nicht auf der Stufe Regierung und so, dass wir wirklich alle dazu bewegen können, umzudenken. Aber man kann ja mit dem berühmten Sprichwort, steht der Tropfen hört den Stein, auch einiges bewegen. Ich glaube auch. Und wenn man sich die letzten Jahre anschaut, dann kann man, glaube ich, schon erkennen, dass sich hier einiges getan hat in dem Bereich. Und ich bin da eigentlich auch ganz zuversichtlich, dass wir Stück für Stück hier vorankommen und dann eine fitte Verwaltung für die Zukunft haben, die eben auf freie Software setzt. In diesem Sinne, ich bedanke mich sehr für euer Engagement, für die Einblicke in eure Arbeit und in die Software und hoffe, ja, euch hat es auch gefallen und auf bald und viel Erfolg für eure Arbeit und euren Einsatz für freie Software. Vielen Dank. Gerne, vielen Dank. Besten Dank.